Die Welt verändert sich jeden Tag. Auch in Europa ist in den letzten Jahren viel passiert. Umso schöner, dass wir sagen dürfen, Österreich geht es heute gut. Wir sind fast unbeschadet durch die Krise gekommen. Österreich hat die niedrigste Arbeitslosigkeit in der EU und die zweitniedrigste Jugendarbeitslosigkeit. Noch nie zuvor hatten so viele Menschen eine Beschäftigung. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit. Dafür braucht es eine Partei, die etwas von Wirtschaft versteht. Die anpackt, wo andere die Hände in den Schoß legen. Die etwas bewegt, wo andere stillstehen. Wir haben die Schuldenbremse in der Regierung durchgesetzt, damit die Schuldenlast für unsere Kinder abgebaut wird. Wir senken die Ausgaben, statt neue Schulden zu machen. Denn am Eigentum der Bürger darf der Staat sich nicht vergreifen. Wir machen Wirtschaftspolitik, die Österreichs Unternehmerinnen und Unternehmer stärkt. Denn eine starke Wirtschaft bringt gute Arbeitsplätze für die Eltern, gute Bildung für die Kinder, gute Pensionen für die Großeltern. Wir stehen für neue Arbeitsplätze und gegen neue Steuern. Für Freude am Gelingen und gegen Neid und Missgunst. Für Wachstum und gegen neue Schulden. Wir stehen für Eigeninitiative und gegen Gleichmacherei. Damit es uns auch in Zukunft gut geht, müssen wir jetzt die richtigen Weichen stellen. Stillstand bedeutet Rückschritt. Deshalb brauchen wir einen neuen Aufbruch. Wir brauchen einen Mann an der Spitze, der dafür kämpft, dass der Staat nicht immer mehr nimmt, sondern den Menschen mehr bleibt, der anständig und ehrlich ist und zu seinen Versprechen steht. Einen für alle, die in der Früh aufstehen, arbeiten und am Ende des Monats etwas davon haben wollen. Einen für die Familien, die Arbeiter, die Unternehmer und die Pensionisten. Einen, für den die Zukunft keine Bedrohung ist, sondern eine Chance anzupacken und zu gestalten. Michael Spindelegger ist der Kanzler für die Tatkräftigen, der Kanzler für die Weltoffenen, der Kanzler für die Optimisten, der Kanzler für die Entdecker, der Kanzler für Österreich. Für alle, die in der Früh aufstehen und am Ende des Monats etwas davon haben wollen, für alle, die wollen, dass der Staat weniger nimmt und den Menschen mehr bleibt, für alle, die die Zukunft als Chance sehen. Michael Spindelegger und die ÖVP. Für alle, die einen neuen Aufbruch wollen, packen wir es an. ÖVP. Willkommen Zukunft.